Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Robocraft. Bin diesmal nicht alleine. Ich habe hier Danny, der ist gerade gespawnt, genau rechtzeitig. Danny 25215 dabei. Das ist ein Minigun direkt drauf, okay. Ja, wir spielen Battle Arena. Darum sollte ich mal jetzt da hingehen. Wäre etwas verschnupft. Aber wenn ich mich ein bisschen merkwürdig anhöre. Aua. Ja. Fährt er mich einfach um, ja. Junge, Junge. Ich repariere ich, weil da sehe ich das auch problematisch. So. Jetzt stürme ich vor und kill da ein paar. Ah, ich bin kritisch beschädigt, aber den kriege ich noch! Mein Aim! Ich hab keinen Helm. Den hätte ich eigentlich kriegen können. Das ist eine Mischung aus schlecht geschlafen und etwas crank, dann trifft man nichts mehr. Da hat man kein Aim und nichts mehr. Sind auch alle in einen Haufen, ne? Your bottom fusion tower is under attack. Einen kleinen kriege ich doch. Habe ich alle wegrammen hier? Oh, warum schießt er dagegen? Kann ich laufen. Und ich werde einmal weggerammt. Ich glaube, ich gehe down. Ja, oh, 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 oh. Sollte Rückzug machen. Ich renne genau gegen die Wand. Aber alle Tower? Ja, Tatsache. Hm.
Das Blöde ist, ich bin immer so am Energielimit. Weil meine Geschütze so viel Energie verbrauchen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo sind meine Kollegen? Da waren noch zwei Kollegen hinter mir. Die sind alle abgehauen. Haben mich allein gelassen. Und haben mich einfach eiskalt allein gelassen. Der mittlere ist under attack, also den meinen die. Ich habe das Gefühl, unsere Kollegen markieren nicht. Oh, geht eigentlich. Aber man kann bedeutend mehr markieren. Der war doch under attack. Ist auch der mittlere. Das kriegt er nicht erobert. Er macht das schlau. Ja, der ist einfach in mich reingefahren mit ihr, mit der Tesla-Scheiße da. Tesla-Scheiße ist ein bisschen über OP, finde ich. So. Gehen wir hier hin, ja. Weil sie gehen jetzt langsam dahin. Obwohl eigentlich eher die mittleren. Aber da sind schon drei. Ach, wisst ihr was? Ich laufe jetzt einfach in die Gegnerbase rein. Das sind jetzt vier Leute gegen drei, vier. Ich weiß nicht, ich glaube, die schaffen das, die kommen jetzt auch noch. Wer ist ein Gegner spawnt, genau. Der wird wahrscheinlich mich nicht gar nicht sehen. Der sieht mich auch nicht. Dann laufe ich mal kurz davor und dann fange ich erst dann an zu schießen. Wenn ich dahinter bin. Oder jetzt. Ah, nee, schon. Mach mal schön die Reihe wegschießen. Und jetzt geht mal zur anderen Seite. Und schießt diese Reihe weg. Da kann ich euch endlich mal richtig demonstrieren, was dann passiert. Ihr seht ja den ganzen linken Viertel da, das geht auf einmal weg. Da, zack, alles weg. Und deshalb sollte man nie so einfach random reinschießen, sondern versuchen, hier das Stück ist weg und jetzt... Oh. Ich habe einen Kill bekommen. Immer schön die Reihen wegschießen, da hat man Easy Win. Das sage ich, glaube ich, in jeder Folge. Ich war Dritter. Dafür, dass ich ein bisschen müde und verschnupft und so bin, war es eigentlich eine gute Leistung. Und die haben in letzter Zeit wieder ein Update rausgebracht, wo die fast das ganze Design hier umgeändert haben. Ja? Diamantkiste. Und was ist da drin? Mehr Zeug, die so mehr sind. Gut, gut. Das Spiel hier haben die mit den Chat geändert.
Sieht besser aus auf jeden Fall. Oh, was ist das? Ah, okay. Und Clan und so weiter haben die auch hinzugefügt. Hoppa, ich kann das noch. Ich nenne es einfach Hex 47 Clan. Icon Upload. Ja, aber ich später. Ich hoffe, dass man das verändern kann. Ja, dann. Könnt ihr mal. Muss ein Avatar setzen. Okay, dann mache ich das gleich. Könnt ihr auf jeden Fall beitreten. Einfach Hex47 Clan. Mal gucken, wie voll das wird. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.